Rasenpflege. Eine Rasenfläche kann man auf fast jedem Boden anlegen. Die idealen Voraussetzungen sind bei einem pH-Wert von 5,5 bis 7 vorhanden. Vor der Rasenaussaat sollten Sie den Boden auflockern. Dazu sollte der Boden gut abgetrocknet sein. Entfernen Sie Wurzelreste und Steine. Lehmiger Boden muss beim Umgraben zusätzlich abgemagert werden. Benutzen Sie dazu gewaschenen Flusssand. Bei schlechtem Boden kann Humus eingestreut werden. Nutzen Sie hier beispielsweise Blumenerde. Arbeiten Sie den Sand bzw. den Humus gut ein. Dies kann entscheidend für einen guten Rasen sein. Ebnen Sie die Fläche mit einem breiten Rechen ein. Mit einer Gartenwalze oder mit Trittbrettern aus Holz verdichten Sie die Fläche. Harken Sie den Boden nach dem Walzen wieder leicht an. So bleibt das Saatgut besser liegen. Zusätzlich kann vor dem Säen noch ein Startrasendünger ausgebracht werden. Die keimenden Rasensamen werden so optimal mit Nährstoffen versorgt. Die Einsaat nehmen Sie mit der Hand oder einem Streuwagen vor. Mit der doppelten Menge Sand oder Gartenerde gemischt, lässt sich das Saatgut hiermit gleichmäßig auf der Fläche verteilen. Das beste Ergebnis erreichen Sie mit einer kreuzweisen Verteilung. Anschließend den Rasensamen wieder leicht einhaken und anwalzen, damit das Saatgut Bodenschluss bekommt. Das Saatgut sollte mit maximal 2 cm Erde bedeckt werden. Wichtig ist jetzt, dass Sie die Fläche nach der Saat immer feucht halten. Nutzen Sie hier am besten einen Regner. Je nach Temperatur und Saatgut ist nach einigen Wochen eine ausreichende Rasenfläche gewachsen. Bei einer Halmlänge von etwa 10 cm können Sie Ihren Rasen das erste Mal mähen. Am besten auf eine Schnitthöhe von etwa 6 cm. Düngen Sie den Rasen nach 4 bis 6 Wochen mit einem Rasendünger nach. Später können Sie für Gebrauchsrasen eine Schnitthöhe von 4 cm einstellen, für Zierrasen 3 cm. Nur bei Trockenheit sollte der Rasen etwas länger stehen bleiben, da durch die Selbstbeschattung ein Austrocknen verlangsamt wird. Im Laufe des Jahres werden sich abgestorbene Gräser und Pflanzenreste im Rasen ansammeln. Zusammen mit Moosen und Wildkräutern bilden diese eine Filzschicht, die das Eindringen von Wasser und Nährstoffen verhindert. Mit einem Vertikutierer können Sie hier Abhilfe schaffen. Die Messer des Vertikutierers durchtrennen beim Überfahren der Rasenfläche den Rasenfilz und befördern ihn nach oben. Nach dem Vertikutieren können Nährstoffe, Luft und Wasser wieder in ausreichender Menge bis zu den Wurzeln vordringen. Ihr Rasen bleibt so gesund und kräftig.